Deli Blocher, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung. Ja, jetzt sind Sie gestern, als Sie die Tagesanzeiger gelesen haben. Ich nehme an, Sie lesen denn. Für einmal ist ja nicht die SVP im Mittelpunkt gestanden, sondern die CVP. Die Frau Barbara Schmidt-Federer, Nationalrätin, kennen Sie, glaube ich, ist mit grossem pompösen Austreten. Was bedeutet das für die CVP? Das hat mich mal gewundert, dass nicht gerade eine bedeutungsvolle Nationalrätin, die hat ja nichts bewirkt in Bern. Und die tritt zurück, weil sie, ja, sie hat gesagt, sie möchte jetzt ausserhalb ein bisschen sozial tätig sein, also im Sozialbetrieb. Die sind ja nicht sozial tätig, sondern sie will in Rotkreuzerrat, oder? Das ist weit oben. Das oberste Präsidium, alle ist ja. Alles sicher gut zahlt und so, das ist ja klar. Also tritt sie zurück, da begreift man, sie macht etwas anderes. Und dann hat sie aber noch hinten angeschoben, hat sie noch den Präsidenten blöd angestellt und eine Kursfrage gestellt, wo sie... Gut, da kennen Sie ja auch von der SVP, oder? Ja, nichts Neues, ja. Also auch nichts. Das ist ja durch Diskussion in einer Partei. Ist ja klar, was soll man behandeln? An sich, wenn man die Frage stellt, ist das richtig, nämlich... Was sind eigentlich die Sorgen der Leute jetzt, wo man politisch muss behandeln oder verhindern oder Gegensteuer geben? Also zum Beispiel jetzt ist ja Hochkonjunktur wirtschaftlich im ganzen Westen. Und zwar unter anderem auch, weil alle Notenbanken Geld gedruckt haben. Darum ist das Geld heute fast gratis, oder? Sehr gefährlich, weil da wird ein Haufen Geld investiert in Sachen, die man eigentlich nicht investieren sollte. Aber wenn es Geld gratis ist, kannst du investieren in alles, was du willst. Wenn es nicht gerade den Wert verliert, ist es immer lohnend, oder? Wenn es noch einen Prozent bringt, auch noch. Aber das weiss man. Wenn man das macht auf lange Zeit, dann führt das dazu, eben, dass leichtfertige Investitionen gemacht werden. Und zweitens, dass es eine Teuerung gibt. Wenn alle anfangen zu investieren und sonnige Anzeichen sind, in der Industrie, wo wir sind, in der Chemie zum Beispiel, wenn die Rohstoffe steigen, das ist immer ein typisches Zeichen. Und die steigen jetzt stark, die Rohstoffe. Soll übrigens auch. In den Preisen steigen, das ist ein Zeichen von einer Überhitzung, oder? Weil es sind überall... Kapazitäten sind ausgelastet. Und was macht eine Industrie, wenn Kapazität ausgelastet ist? Investieren. Weil sie sagen, wenn wir nur noch mehr Kapazität hätten. Und nachher kommt wieder das Gegenteil. Also mein alter Hausbachener Grundsatz, es geht nie nur durch, es geht immer auch wieder durch ab. Aber es geht auch nie nur durch ab, es geht wieder durch. Das sind die Zyklen, die es einfach gibt. Und die Zyklen werden jetzt noch verschärft. Und jetzt kommt der CVP, oder? Eben, auch die CVP steht im Leben ja, rein, oder? Ja, das auch. Die CVP ist eben eine interessante Partei, so wie ich sie erlebt habe. Zusammenheben tut die eigentlich nur das C. Also das katholische eigentlich, sie hat vorher geheißen, katholisch-konservative, oder? Katholisch-konservative Partei. Mit zwei dann, Flügel, CSP, oder? Ja, da waren es noch zwei Parteien, dann haben sie fusioniert. Das war ja wahrscheinlich der erste Fehler gewesen. Zwei völlig gegensätzliche Konzepte fusionieren. Gut. Nachher haben sie gefunden, ja, es sei eigentlich nicht mehr so zeitgemäß ein C vorne dran. Man will ja auch derjenigen, die kein C haben, oder? Also Reformierte ja, und Urbani ja. Und alle die. Dann haben sie auch etwa ein Feigenblatt gehabt. Einer, der nicht katholisch war, war auch noch der. Also, ich glaube, aus dem Kanton Appenzeller oder wo ja wahrscheinlich die meisten katholisch sind, noch einen Reformierten oder so. Und dann haben sie angefangen, einen C-Preis zu geben. Und haben dann unglaubliche Eiertänze gemacht, wo ich immer gesagt habe, das kann ja nicht gut rauskommen. Ich erinnere an eine Frage, die wirklich in der katholischen Sozialethik eine grosse Rolle spielt. Das ist die Frage, die Ehrfurcht vor dem ungeborenen Leben.
Und wo der Bundesrat einmal beschlossen hat, er will eine Fristenlösung zulassen, weil da grundsätzlich das Abtreiben verboten war, grundsätzlich verboten war, hat der Bundesrat vorgelassen. Also ein katholisch, wirklich ein Katholik, wo die ganze Politik aufs Katholisch gegründet hat, gesagt, im Bundesrat, hört, ich muss einen Dispens haben. Ich kann das nicht vertreten. Das ist so gegen mein Gewissen. Und dann hat der Bundesrat gesagt, du musst es nicht. Du kannst sagen, das kann ich mit meiner Lehre nicht verbinden, weil das ist eine Todsünde, oder? Todsünde. Gsi, dort mal. Dann ist es ein paar Jahre gegangen. Dann hat die CVP selber den Vorstoß gemacht, jetzt müssen wir die Abtreibung zulassen. Dann habe ich gesagt, wie kann denn Wähler, die jahrelang gesagt haben, nein, wir wählen die CVP, die schützen das ungeborene Leben. Und jetzt sind wir die treibende Kraft, die das aufhebt, weil sie gefunden haben, ja, es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die für das Abtreibungsverbot gegen das Abtreibungsverbot ist, jetzt können wir die hinholen. Das Motiv stimmt eben nicht, oder? Wenn einer immer auf, das ist ja nur auf sich selber geschaut, wie kann ich Stimmen holen, damit ich auf Bern? Und wenn man jetzt das von gestern gelesen hat, ich trete zurück und nachher die Partei sollte mehr urban, mehr liberal-sozial, weniger gut, das ist der alte Flügel, liberal-katholisch und so weiter. Das sind ja alles so soziologische Ausdrücke. Was macht eigentlich der Bürger mit dem? Nichts, oder? Da merkt man, es dreht sich alles um sich selber. Da dreht sich alles um sich selber. Schon der Rücktritt von dieser Person dreht sich um sich selber. Nachher kommt die Begründung, warum die Partei jener nach links soll. Weil der in Genf auch gewonnen. Also sucht man wieder einen, der einfach... Und es ist interessant, die CVP hat, glaube ich, noch nie ein Parteiprogramm gehabt. Aber vielleicht war das der Erfolg so lange Zeit. Ja, einfach Macht. Einfach Macht. Aber jetzt hat sie den Vorteil, man redet jetzt wenigstens über die CVP, ja, ja, oder? Aber ein Problem von der CVP sind ja Sie. Also Sie haben ja nach der EWR-Abstimmung im Prinzip die schwarzen Gebiete, also die Bergkantone, das Stammesland zerstört, ja, oder? Ja, da bin nicht ich gewesen. Also die SVP, ja? Ja. Aber wir haben gar nicht wollen in die Gebiete. Ich hatte doch nie Triebfedern gehabt, zu machen, dass die Partei auch in diesen Kantonen die SVP etwas ist. Nie. Mich hat auch die Stärke der Partei im Grunde noch nicht interessiert. Also, ich habe schon gesagt, wir müssen eine Minimalgröße haben. Sonst hast du ja keine Plattform mehr zum Reden. Aber ich bin überzeugt, dass die Schweiz unabhängig sein muss. Man ist weltoffen, man verkehrt mit allen freundschaftlich. Aber bestimmen wollen wir selber, was in diesem Land geht, bestimmen. Und das ist besonders wichtig, weil bei uns schlussendlich das letzte Wort Bürgerinnen und Bürger haben. Und das habe ich vertreten, natürlich dann am stärksten bei mir wäre EU. Da waren wir am Anfang ein bisschen leiden gewesen, bis zu der Volksabstimmung, oder? Und dann hat es noch das Volksmehr gegeben bei 80%. Und ich mag mich gut erinnern, eine der ersten Veranstaltungen, die ich hatte, etwa ein Jahr voran, war in der Innerschweiz. Da hat man mich eingeladen, Innerschweizer Bauernlandsgemeinde. Ob ich mal zu Europa reden. Der Beitritt für die WW, ja, wahrscheinlich im Winter 91, so. Ein Jahr voran, oder? Und da habe ich ein bisschen Schiss bekommen. Wenn ich denke, leck mir jetzt. Oh, die als CVP hochgeholt, oder? Ja, ja. Als reformierter Pfarrerssohn von Zürich, oder? Und nicht CVP, sondern SVP. Aber ich kann nicht gut Nein sagen. Das wäre jetzt auch fein, oder? Und dann bin ich gegangen. Sie war, glaube ich, in Stanz gewesen, in einer Turnhalle. Das ist mir noch so in der Erinnerung.
Und die war gestossen voll. Ich mag mich noch erinnern, es hat ja so Sprossenwände gehabt, aber so Mauerkletter in der Turnhalle. Da sind da junge Bauern da oben gegangen, oder? Weil es unten keinen Platz mehr gab, zum Stehen. Also das war ja unglaublich gewesen. Und ich habe eigentlich Angst bekommen. Ich habe gedacht, also jetzt passiert alles etwas da drin. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt wird voll drauf. Und dann habe ich gesagt, hört, wenn ihr Innerschweizer, da wo Süd in euren Kantonen liegt, wenn ihr dem zustimmt, dann verstehe ich die Welt also nicht mehr. Denn wenn jemand da nicht zustimmen kann, sind sicher ihr Innerschweizer. Und dann ist durch die Halle durch so einen frenetischen Applaus gewesen, oder? Und dann habe ich gemerkt, wo der Bart in den Most holt, oder? Die hat mich eingeladen, weil sie innerlich nicht mehr einverstanden waren mit dem Kurs. Und die CVP hat die im Stich gelassen. Da sind die CVP hochgebogen. Wir waren in diesen Kantonen gar nicht vertreten. Hier. Ja, aber sicher ist gar nicht. Wenn man heute schaut, ich glaube, St. Gallen sind die Mehrheit, ja. Schweiz oder ein klassischer. Ja. Mehrheit nicht, aber die stärkste Partei. Die stärkste Partei, so meine ich. Ja. Partei. Schweiz, sind ja. Die denen in der Regierung, in der Schweiz mit drei. Ja, ja. Mit drei in der Regierung. Und in St. Gallen sind wir jetzt in der Regierung. Das sind alles 20-jährige Parteien. Vor 30 Jahren, alles sind das alles, ja. Aber die hat es von selber gegeben. Ja. Sie haben sich auch von selber gegründet. Aber dann hat fast Schmidt Federer ja nicht ganz unrecht. Ich meine, die Gebiete sind ja schon verloren. Also dann bleibt da ja nichts anderes übrig. Ja gut, also. Ja. Und die anderen Gebiete sind in den Händen der Roten. Ich meine, was wollen denn die noch? Dann sagt sie, glaube ich, ja... Mitte ist immer entscheidend. Ja. Eine Mitte gibt es ja nur, wenn du zuerst der eine das vertritt und der andere das andere. Wenn die Sozialdemokraten sagen, wir wollen mehr Staat und Bürokratie und wir wollen da jeden bevormunden und der Arbeiter muss dann einen Haufen Geld geben für die Gewerkschaften wegen der Flankierenden, braucht es doch einen, der sagt, hey, pass auf, mehr Staat ist eine Bevormundung vom Bürger. Zweitens, das wissen wir, Staatswirtschaft kostet viel und so weiter. Und dann gibt es vielleicht in der Mitte einen Kompromiss. Aber wenn man das nicht macht und eine Partei ist immer parteiisch, das ist doch der Begriff, die hat eine Position und ein anderer hat einen anderen. Und die Grösse muss sein, dass man das andere zulässt in der Diskussion. Das ist ja auch gefördert, also wenn ich da Fernsehen, die Arena schaue, wie da hinten dran gebastelt wird, damit man möglichst eine Meinung in der Europa-Frage. Also da haben sie, bei einer Sendung gewesen, dann haben sie extra zwei Industrievertreter geholt, wo ich auch weiss, wo die herkommen, von welcher Firma. Und dann haben die einer 22-jährigen jungen Frau gesagt, wie viele Arbeitsplätze haben denn sie schon geschaffen? Wir müssen doch einen Rahmenvertrag machen. Wir müssen die schweizerische Demokratie aufgeben. Sie verstehen ja nicht. Das kann nur ein ganz einseitiges Fernsehen machen, wo der Sinn für das Fairness abhanden kommt. Ich habe gehört, sie haben jetzt heute Abend auch wieder ein Fernsehen. Da gehöre ich schon. Sie gehen ja nicht mehr, haben Sie gesagt? Gott, nein. In der Arena, ja. Das haben mich auch nicht mehr gefragt. Ja, ja. Sie haben gesagt, Economy Suisse. Da kommt die Economy Suisse. Da kommen die, so die Wirtschaftsvertreter. Wer holt man da? Der Reimann, Präsident von der Rauns. Jetzt kann man den holen. Aber, das ist ja Ihr Mann, oder? Aber der hat noch nie in der Wirtschaft gearbeitet, das wissen die. Das ist schön, wenn man mich würde holen und sagen, wir diskutieren jetzt über Atomphysik. Ja, grundsätzlich eine Meinung, wir nehmen hier Atomphysiker, einen Professor, der das ganze Leben lang sich mit beschäftigt hat, und jetzt kommen sie noch. Nehmen sie dann auch mitkommen. Sie können den Gegenstandpunkt von dem. Da machst du doch zweite, weil du einfach es nicht kennst. Und einer, der nicht in der Wirtschaft ist, es gibt da führende Ökonomen und derjenigen, die in der Exportwirtschaft sind, die natürlich auch der Meinung sind, man sollte die Schweiz nicht grundrichten. Dann ganz abgesehen von Kleinen, oder? Ich habe da jetzt die Stellungnahme gesehen von der Hashtag, das sind ja die Automobiltransporteure und so weiter. Die sind ja alle auf der anderen Seite.
Aber man will natürlich sagen, am Schweizer Volk, schaut, da hat es ein paar Dumme, die sind der Meinung, wir sollten noch selbstständig bleiben und die Schweizer Demokratie nicht aufgeben und einen Rahmenvertrag unterschreiben, wo wir nachher nichts mehr zu sagen haben. Aber, da kommen jetzt die Gescheiten da, he? Die sagen, passet auf, wenn ihr das nicht macht, oder? Der Präsident von der Roche, der Franz, der sagt, das muss die Schweiz unbedingt unterschreiben, sonst verliert die Roche eine dreistellige Umsatzziffer. Weißt du, das 100 Millionen oder mehr bei diesem Umsatz. Zweitens, der soll mir einmal sagen, warum die Roche 100 Millionen dem verliert. Das kann er nicht sagen. Dann sagt er, ja, wegen der Rechtssicherheit und so weiter. Und da kann einer sagen, der in der Wirtschaft drin ist, der im Export ist. Ich habe natürlich, ich muss von denen keine Angst haben, wenn das grosse Unternehmen sind. Und die grossen Unternehmen sind ja die meisten, stehen ja an der Spitze Ausländer. Das macht nichts. Aber die kennen ja die Schweiz nicht. Ich habe ja mit so ausländischen Managern geredet, oder? Jetzt Amerikaner und Kanadier und Italiener und so weiter. Das ist ja recht Deutsche. Und schon auf die Gemeindeautonomie ist für die etwas ganz Komisches, oder? Also, das ist Problematik von der Einseitigkeit. In aber der wir Diskussion, sind immer noch beim Thema CVP. Ja, ja. Die Diskussion muss man zulassen. Und jetzt sucht die CVP immer wieder einen Neuanfang. Oder? Ja, ja. Aber hat sie noch schon Arbeitsinitiative? Jetzt haben sie einen Präsident gewählt. Ja, ja. Dann haben sie gesagt, den zivilen Kurs gehen wir. Ja. Jetzt wollen sie aber in dem Kurs bleiben. Also ich habe den Kurs von der Unabhängigkeit natürlich 30 Jahre stur durchgegeben und nicht Alpot wieder etwas Neues. Oder? Da hat man gesagt, ja, ich erzähle dir immer das Gleiche. Ja, jetzt hat sie auch wieder Kritik. Ich glaube, der SVP-Chef Vogt-Lothe hat gesagt. Ja, gut. Ja. Das ist der Ratssektionspräsident, der die Wahlen verloren hat. Der sucht einen anderen. Das ist also auch... Haben Sie geredet mit ihm nachher? Nein, das ist nichts Neues unter der Sonne. Immer wenn Sie einmal so etwas verlieren, suchen Sie einen anderen. Sie sind schuldig. Aber gleich jetzt einmal, hat denn die CVP noch eine Chance? Ja, das kommt aufs Programm an. Wenn Sie etwas vertreten, wo die anderen nicht vertreten, und das durchheben, und die Leute sehen, an die können wir glauben. Warum nicht? Also wenn es um Dings, um Migration geht zum Beispiel. Oder, ja, aber gut, das ist ja Ihres Thema. Ja, das Gleiche. Aber in dieser Frage sind wir glaubwürdig. Aber wir vertreten es natürlich auch nicht erst seit gestern. Und wenn sie natürlich immer geschwind wieder etwas vertreten, weil es gerade im Moment Mode ist. Ja, aber wenn jetzt die CVP würde sagen, das sagt er ja, der Parteipräsident Pfister. Für uns sind einfach die christlichen Werte, das er immer ja, ist. Gut, im Vordergrund, also, ja. Also, sofern für die Leute die christlichen, das Wähler gibt, die sagen, das Maßgebende sind die christlichen Werte, wobei sie sind ja nicht die Einzigen, die auf dem christlichen Boden stehen. Ich meine, wenn ich die Abtreibungsfrage anschaue, unsere Partei ohne ein grosses religiöses Primborium machen, haben wir gesagt, also der Schutz des ungeborenen Lebens muss auch gelten. Haben wir vertreten, ohne dass wir katholisch sind. Und ohne dass wir da eine grosse Lehre daraus gemacht haben. Aber anscheinend ist das C nicht mehr maßgebend, meinen die. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß ja nicht, wenn natürlich jemand ist und sagt so, jetzt vertreten wir das C fanatisch. Das macht ja die EVP auch, oder? Es sind auch eine Haufen Gemeinschaftsleute, die das vertreten, auch EDU, also auf der reformierten Seite, sie das auf der katholischen. Aber das ist wahrscheinlich heute noch ein kleines Segment. Da müssen wir auch fragen, was ist denn Kirche? Das ist ja ein maroder Laden heute an die Kirche, oder? Beti, ein Haufen Austritt. Ja, aber marot. Ja. Kirche ist ja gleich 2000 Jahre alt, oder? Ja, natürlich. Ja. Die Kirche in diesem Sinne, die kann ja gar nicht marot sein. Da ist ja nur noch, wenn einer alleine dabei ist. Aber die Institution Kirche
Also ich sehe es jetzt hier am rechten Seeufer. Was machen sie in dieser Not? Sie machen so Verbindung Kultur, Kirchen und Jazzveranstaltung. Und mich haben sie eingeladen, zum Bilder vom Anker und dem Motor zu zeigen. Das ist ja richtig. Ist ja Kirchen voll gewesen. Ja, ja. Aber man kann Kirchen schon füllen. Man könnte auch Kirchen mit einem Popkonzert füllen, ist ja klar. Aber das ist natürlich nicht mehr der Sinn. Für das braucht es ja kein C vorne dran. Ja. Und ich bin nicht da, um den CVP zu sagen, was sie machen müssen. Das ist ihr Problem. Wir haben unsere. Wir sind auch dauernd. Was sind Themen von unseren Leuten, die wir vertreten müssen, damit es denen gut geht? Und dann müssen sie halt selber das schauen. Jetzt haben sie da einen Präsidenten gewählt. Ihrer Not, oder? Der hat gesagt, für wann er steht. Dann hat gesagt, ja, wir wollen dich. Dann hat er ein Programm vorgelegt. Sie haben ja ein Programm beschlossen, reichlich theoretisch und schwammig, aber immerhin. Und jetzt kommt einer und tritt zurück und sagt, wir müssen ganz ein anderes Programm haben. Gut, aber sie hat etwas erreicht. Wir haben fast 25 Minuten über das jetzt gehört. Ja, wir haben natürlich das allgemein genommen. Was mir auffällt, ist, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland ist ganz stark, in den meisten, es dreht sich alles um die Leute selber und Parteien selber. Über die Substanz des Landes wird praktisch nicht geredet. Zum Beispiel eben, dass man da jetzt in der Schweiz die EU anbinden und das Volk nichts mehr zu sagen hat. Über das wollen sie gar nicht reden. Wenn sie auch nicht diskutieren. Wir suchen immer gute Referenten da. Es gibt ja da Leute da, die von Schweiz voraus und hochdotierte Leute, Botschafter und Professoren, sage ich immer, machen doch eine öffentliche Diskussion. Die kommen nicht. Also, das war ein Aufruf und ich glaube, in der nächsten Sendung haben wir auch noch ein spannendes Thema, das auch ein bisschen mit Ihrer Biografie zu tun hat. Da reden wir nämlich das erste Mal in diesem Jahr, aber alle anderen machen es auch schon, über das Thema 68, das vor 50 Jahren war. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Nächste Woche gleiche Zeit. Tele Blocher wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.